Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und hier auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese große Kosmetiktasche mit breitem Boden und großer Öffnung nähen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Und das sind die Maße der Tasche. Sie ist 25 cm breit und 18 cm hoch. Der Boden ist 10 cm breit. Ich finde, es sieht auch immer sehr schön aus, wenn man den Außenstoff unterteilt. Man muss dann nur daran denken, an den Schnittkanten jeweils 1 cm hinzuzugeben. Hier kann man nochmal sehen, wie schön weit sich die Tasche öffnen lässt. Für die Tasche brauchst du zweimal Außenstoff und zweimal Futterstoff. 25 mal 37 cm. Dann zweimal Volumenvlies, das ist dieses etwas dickere. Verlinke ich unten in der Infobox. 23 mal 35 cm. Ein Reißverschluss, meiner ist 2,5 cm breit. Und er sollte 35 cm lang sein. Ein Stück für das Ende, 4,5 mal 8 cm. Und Nähutensilien. Als erstes legst du die Klebeseite vom Vlies auf die linke Seite vom Außenstoff und bügelst dies nach Angaben des Herstellers. Leider geht es nicht ganz so schnell wie hier im Zeitraffer dargestellt. Während die Teile ordentlich auskühlen, nähen wir das Ende vom Reißverschluss. Falls dein Reißverschluss auch etwas zu lang ist, kannst du ihn auf 35 cm kürzen. Das Stück Stoff ist genau rechts und links 1 cm breiter als der Reißverschluss. Falls dein Reißverschluss breiter ist, dann müsstest du das Stoffstück etwas breiter zuschneiden. Die Länge bleibt gleich. Die beiden kurzen Seiten legst du nun 1 cm links auf links und bügelst dies. Die umgebügelten Seiten werden nun rechts auf rechts aufeinander gesteckt. Und rechts und links wird mit 1 cm Nahtzugabe genäht. Alle Nähte gut verriegeln. Die Nahtzugaben nun rechts und links auf 0,5 cm zurückschneiden und hinten am Bruch die Ecken seitlich abschneiden. Das Stoffstück wenden. Die Ecken gut ausformen und dann das Stück auf das offene Ende vom Reißverschluss stecken. Und jetzt dort festnähen. Nun am oberen Rand auf der rechten Seite des Außenstoffes rechts und links bei 6 cm eine Markierung machen. Dann zwischen den Markierungen 0,5 cm das Lineal auf den Stoff legen und ebenfalls markieren. Dort wird der Reißverschluss angelegt. Es ist wichtig, dass der Reißverschluss ein bisschen über den Stoff hinausschaut, damit sich die Tasche am Ende gut schließen lässt. Auf dem Reißverschluss markierst du nun ebenfalls einmal den Anfang und dann bei 25 cm. Dann legst du den Reißverschluss rechts auf rechts an die Markierung.
Die letzte Klammer tausche ich nun aus durch eine Nadel. Der Reißverschluss soll ja am Ende nicht mitgenäht werden und so lässt sich das besser umlegen. Das Ende vom Reißverschluss stecke ich mit einer Nadel am Stoff fest. Mit dem Reißverschlussfuß nähst du den Reißverschluss nun fest. Die Nadel bleibt in normaler Position. Den Anfang vom Reißverschluss so zur Seite klappen und drüber nähen. Nun nimmst du ein Futterstück und legst es rechts auf rechts an die obere Kante des Außenstoffes und steckst das fest. Beim Nähen nehme ich nun die Seite, auf der schon die Naht zu sehen ist, nach oben. So kann ich auch sehen, dass ich genau auf der Naht nähe. Das wiederholst du nun auf der anderen Seite. Also die rechte Seite vom Reißverschluss zwischen die Markierung stecken und nähen und dann das Futter festnähen. So sieht das jetzt aus. Soweit sind wir. Der Reißverschluss ist eingenäht. Nun die Nahtzugaben am Reißverschluss auseinanderbügeln. Dann die Nähte am Reißverschluss, am Futter und am Außenstoff glattbügeln. Den Reißverschluss halb öffnen. Ich hab's vergessen, durfte nachher ein bisschen rumfriemeln. Also den Reißverschluss halb öffnen und dann die Außenstoffe und die Futterstoffe rechts auf rechts aufeinander legen. Die auseinandergebügelten Nahtzugaben aufeinander stecken. Dann die restlichen Stoffstücke aufeinander stecken und am Futterstoff eine circa 15 cm lange Wendeöffnung lassen. Nun einmal ringsherum die Teile zusammennähen. An allen vier Ecken 5x5 cm große Quadrate markieren und ausschneiden. Als nächstes werden die Ecken zusammengesteckt. Dafür legt man die Nahtzugabe auseinander und legt die Nähte genau aufeinander und steckt das fest. Die aufgeschnittenen Nähte werden gleich beim Nähen wieder verriegelt. Jetzt die vier Seiten zusammennähen. Dabei wird, wie gesagt, die Naht, die wir vorhin aufgeschnitten haben bei den Ecken, wieder verriegelt, dass sie nicht auseinandergehen kann.
Jetzt das Ganze wenden. Als nächstes kannst du nun am Bügelbrett die Kante an den seitlichen Nähten flach bügeln und dann die gesamte Naht ringsherum glatt bügeln. Dann nimmst du den Futterbeutel heraus und bügelst die Wendeöffnung flach und steckst sie mit ein paar Nadeln zusammen. Dann kannst du die Wendeöffnung zusammennähen. Ich mache das immer mit der Nähmaschine. Geht natürlich auch mit der Hand. Jetzt einmal ringsherum den Beutel absteppen. Fast fertig. Aber die Form, die kann man ja noch gar nicht erkennen. Daher fehlen noch ein paar Nähte. Du nimmst also die eine Ecke vom Taschenboden und ziehst das so ein bisschen stramm bis zum Anfang des Reißverschlusses und bügelst die Kante. Dann steckst du das so knapp am Rand ab, aber achte auch darauf, dass das Futter mit eingefasst ist. Dann nimmst du dir die nächste Ecke und legst es wieder nach innen bis zum Reißverschlussrand und bügelst und steckst das, und bei den anderen beiden Ecken machst du das genauso. Wenn alle vier Seiten gesteckt sind, dann nähst du dort einmal mit einem geraden Stich entlang. Um den Höhenunterschied auszugleichen, kannst du dort hinten ein Stück Stoff oder Gurtband unter das Ende vom Nähfuß legen. Dann einmal bis zum Boden nähen und auf der anderen Seite das Gleiche. Für gute Stabilität steckst du nun auf beiden Seiten die Bodennaht noch knapp ab und nähst ebenfalls dort entlang. Damit auch die seitlichen Nähte wissen, wo sie hin sollen, wendest du die Tasche nochmal auf links und nimmst die Nähte so zwischen die Finger und steckst von oben 10 cm ab und nähst das auf beiden Seiten knapp zusammen. Jetzt noch einmal wenden. Die Tasche ist fertig. Ich hoffe, meine Anleitung hat dir gefallen. Über einen Daumen hoch und vielleicht auch einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachnähen. Bis dann!